Die Vorbereitungen für den Start des Freibades Trofeiach laufen auf Hochtouren. Denn am 16. Mai werden einmal mehr die Türen für alle Gäste mit so einigen Neuerungen geöffnet. Vor allem bedeutet es für unsere Kinder im Freibad sehr viel, Kletterwand. Man sieht im Hintergrund eine besondere aus Glas gestaltete Kletterwand, die sich Kinder gewünscht haben in seinem Beteiligungsprozess. Mit einem unglaublichen technischen Aufwand wird die heute reingekommen und installiert und in ein paar Wochen ist es soweit, sie kann benutzt werden. Die Ankunft dieser Attraktion haben sich viele nicht nehmen lassen und aufmerksam beobachtet. Die 850 Kilogramm schwere und 5 Meter hohe Kletterwand wird gemeinsam mit dem 3- und 1-Meter-Brett jeden Tag abwechselnd in Betrieb sein und sicherlich zu einem besonderen Highlight werden. Aber für den Herbst wartet auch so einiges auf das Freibad. Also wir werden für die Kleinkinder ein Wasserspielgerät aufbauen und auch Hängematten für die Kinder als neue Liegeflächen. Und zusätzlich für die Jugendlichen wird es auch noch Holzliegeflächen geben. Im Herbst beginnt dann der große Umbau, wo der bestehende Kabinentrakt abgerissen wird und Holzliegeterrassenflächen neu errichtet werden. Wir haben auch die Wasseraufbereitung verbessert, das heißt dort eine neue Anlage installiert mit Mess- und Regeltechnik, sodass der Chemieeinsatz reduziert werden kann. Dazu kommt auch eine neue Wärmepumpe und die Solarflächen haben wir sehr vergrößert, sodass auch die Temperatur mit 25 Grad optimal über die ganze Saison gehalten werden kann. Neben diesen einzigartigen Neuerungen wird es auch noch eine weitere geben, die Joker-Tage. Hier werden die Öffnungszeiten, die normalerweise von 9 bis 19 Uhr sind, nach Bekanntgabe länger sein. Dem Badevergnügen steht hiermit also nichts mehr im Wege.